So. Prost. Prost. Ich hoffe, wir nehmen auch noch nicht auf, oder? Wir müssen aufnehmen, nehmen wir nicht auf. Und was ist das Zeichen da unten? Oh, ich glaube, wir nehmen auf. Na gut, da müssen wir halt Da anfangen. müssen wir jetzt anfangen. Hallo. Hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Das ist der Markus. Das ist der Daniel. Wir machen heute mal Video zusammen wieder. Und heute soll es mal nicht um Werkzeug gehen, aber es geht trotzdem um Einhell. Um genauer zu sein, geht es um das Power Exchange System heute. Und was diese Kühlbox mit dem Power Exchange zu tun hat, das wollen wir euch jetzt ein bisschen vorstellen. Es ist nämlich ein neues Produkt von der Firma Zorn. Und die Firma Zorn hat sich überlegt, naja, wir haben Kühlboxen mit einem Akku und jetzt könnten wir doch eigentlich auch den Akku einfach mal mit einem anderen kompatiblen System versehen und könnten eben die Akkus, die ein guter Heimwerker eh schon zu Hause hat, nämlich hier solche Werkzeugakkus, zum Beispiel eben die Akkus hier von Power Exchange System, die könnten wir doch jetzt einfach mal für unsere Kühlbox nutzen. So, und die haben wir nämlich schon da. Und das Schöne ist, man kann die einfach an der Seite anstecken. Und dann kann ich quasi mit den Akkus, die ich mir eh schon gekauft habe, weil Akkus kosten ja nun mal Geld, kann ich eben da schon ziemlich viel Geld sparen eigentlich, indem ich halt schon vorhandene Akkus nutzen kann. Den großen Vorteil, den ich daran sehe, ist einfach, du kannst das Ding mit an den See nehmen, kühlst es nicht nur im Auto oder zu Hause, sondern du machst auch den Akku dran und kühlst einfach am See weiter. Ja. Oder im Park oder wo auch immer. Genau, also ich muss nicht nur so ein passives Kühlbox-Akku da hier reinstopfen, ne? Man kennt das ja, dann steckt man, hier muss ich immer vorgekühlt haben, ich habe so meistens immer vergessen, vorher ins Eisfach zu legen, oder bei mir im Eisfach ist sowieso nie Platz für diese ganzen Kühldinger, so, und dann muss ich die ja auch noch hier mit unterbringen und dann geht mir halt Volumen verloren. Richtig. Ja. So, und jetzt hätte ich halt den Vorteil, ich habe halt hier eine aktive Quelle, ja, also ich kann aktiv kühlen und nutze dafür eben dann diese Power Exchange Akkus, ja, oder ich kann eben auch im Auto, ja, an 12 Volt und nicht nur 12 Volt, ne? Wir haben auch noch eine zweite Spannung. Wir haben nämlich noch die 24 Volt. Richtig. Gerade für LKWs ist das interessant vielleicht. Auf jeden Fall. Also ich glaube, so ein Truckerfahrer findet das bestimmt cool, wenn er da dann eben sein Frühstück schön frisch halten kann. Und wenn das eben mit beiden Spannungen geht, also sowohl mit 12 als auch mit 24 Volt Bordnetz, halte ich auch für eine ziemlich coole Idee eigentlich. Wer kennt's nicht? Der Salat, den man irgendwo hin mitnimmt. Der Salat. Wenn man ankommt, sieht er dann aus, wie als wäre er schon 3 Tage alt. Jetzt wird er gekühlt. Jetzt perfekt. Aktiv weitergekühlt, genau. Und ja, wir wollen uns gleich noch ein bisschen die Details mal angucken, was hier so an der Kühlbox alles dran ist, was man hier alles so einstellen kann. Die kann nämlich zum Beispiel auch nicht nur kalt machen, die könnte auch warm machen. Also dieses spezielle Modell. Wir haben noch ein anderes Modell da, zeigen wir euch nachher auch noch. Und bei der Box haben wir sogar noch den Vorteil, wir könnten sogar noch 230 Volt anschließen. Das zeigt man euch dann auch noch, wie das geht. Genau. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fangen wir an und gucken uns mal die Details von der Kühlbox an. So, bevor wir euch jetzt aber die Box im Detail zeigen, wollte ich euch noch ganz kurz mal die technologischen Unterschiede zwischen einer Kühlbox und einem Kühlschrank oder einer Gefriertruhe erklären. Ja? Es geht einfach darum, ich möchte euch einfach ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ihr jetzt nicht eine falsche Erwartungshaltung an so eine Kühlbox habt. Ja? Also so eine Kühlbox hat ein anderes Prinzip wie ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank hat ein Verdichter- oder Kompressorsystem, wo quasi eine Flüssigkeit verdichtet wird, wo das quasi, oder andersrum, es wird ein Gas zu einer Flüssigkeit verdichtet und wird dann gekühlt durch die Außenrippen am Kühlschrank und dann durch ein Ventil entspannt sich diese Flüssigkeit wieder und dabei durch das Entspannen, das kennt ihr alle von Spraydosen, entsteht Kälte und das macht man dann eben, dieses Entspannen macht man im Innenraum von dem Kühlschrank. Und dadurch kann ich im Kühlschrank eben diese Kälte erzeugen und außerhalb vom Kühlschrank habe ich eben Wärme vorher produziert. Das ist halt Abwärme, die brauchen wir halt nicht. Und das ist das Grundprinzip. Also ich trenne meine Temperaturen, drinnen kühl, außen warm. Das ähnliche Prinzip habe ich schon auch bei so einer Kühlbox. Also wir haben hier auch eine warme und eine kalte Seite. Das heißt also, auf der einen Seite von diesem Peltier-Element oder von diesem thermoelektrischen Generator wird quasi warm und die andere Seite wird kalt. Das Ganze ist aber, sage ich mal, trotzdem ein bisschen anders. Wir haben hier also keine Verdichtung. Wir erzeugen dieses Temperaturgefälle zwischen innen und außen
am Peltier-Element durch einen Strom, der fließt. Und dieser Strom durch diese Halbleiter, das könnt ihr jetzt in der Grafik sehen, erzeugt quasi eine warme Seite und eine kalte Seite. Und die kalte Seite, die mache ich dann halt in den Innenraum von dieser Kühlbox und die warme Seite mache ich halt außerhalb. Dann mache ich da dran noch einen Kühlkörper, ja, so ähnlich wie man das dann hier auch sieht. Und ich habe noch zusätzlich Ventilatoren, die noch den Luftstrom aktiv an diesem Kühlkörper vorbeiführen. Das funktioniert recht gut und recht effektiv, vor allem wenn ich sowieso Gleichstrom habe, weil das Ganze funktioniert eben mit Gleichstrom. Ist aber eben nicht ganz so effektiv am Ende von dem Wärmestrom wie eben bei einem Kühlschrank. Das heißt, wir können hier bei dieser Kühlbox etwa Temperaturunterschiede von, 17 Grad Celsius ungefähr erzeugen, zwischen innen und außen, also zwischen kalter und warmer Seite. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, weil die Außentemperatur spielt natürlich bei so einer Kühlbox dann eben auch eine entscheidende Rolle. Mein Kühlschrank, der steht immer zu Hause in der Wohnung und da habe ich immer so annähernd Raumtemperatur. Wenn ich die Kühlbox mitnehme, dann kann es eben außen kühl sein oder es kann eben aber auch sehr heiß sein, zum Beispiel im Kofferraum vom Auto oder irgendwo, wenn sie in der Sonne steht. Das heißt, dann ist sie natürlich nicht so effektiv und kann natürlich nicht so eine krasse Kühlleistung vollbringen. Dennoch wird sie aktiv kühlen und ist deshalb auf jeden Fall auch cooler, als wenn ich jetzt nur eben diese passiven, vorgekühlten Kühlakkus benutze, die ich mit innen reinlege. Ja? Also das ist so der Unterschied. So, ich will euch mal zeigen, wie das hier mit den Kabeln verstaut ist, weil aktuell sieht man eigentlich nur die Buchse, wo der Akku drankommt und kein Kabel. So, theoretisch kann die aber ja mehrere Sachen an mehrere Sachen angeschlossen werden. So, man hat hier einmal ein Kabel, das hat den runden und einen eckigen Anschluss. Warum? Der kommt nämlich hier dran für den Akku. Und das Ganze ist deswegen so, weil das, damit man es nicht falsch rum reinstecken kann. Also es ist verpolungssicher. Warum? Das erklärt euch dann nachher nochmal im Genaueren der Daniel. So, der kommt einfach nur hier dran. Es ist jetzt auch nicht ewig lang, das Kabel, sondern es reicht gerade so dahin. Ist okay. Länger muss es ja auch gar nicht sein. So, als nächstes haben wir dann noch den Stecker für den Ladeanschluss im Auto. LKW, Zigarettenanzünder, PKW, wo man ihn möchte. Und zu guter Letzt den 230 Volt Anschluss, Euro-Stecker. Ja, der Markus hat euch jetzt gerade erklärt, wie der Akku angeschlossen wird. Und beim Akku ist es eben nicht egal, in welche Richtung der Strom nämlich fließt. Und wir können hier auch noch zusätzlich, nämlich mit diesem Schalter, wählen. Ich mache das mal an, dann sieht man das auch. Also jetzt ist es auf kalt, wie blaues Licht leuchtet, ist kalt, also kühlen innen drinne. Und wir können ja auch umschalten auf innen drinne heizen. Ja, das ist eine Besonderheit bei dem Modell. Die kann also in beide Richtungen, die kann auch den Innenraum bis auf 60 Grad erhitzen, um eben Speisen auch warm zu halten. Ja, ist auch ganz nett. Im Winter kann man dann also sich ja drinnen auch Speisen warm halten. Wir wollen aber jetzt mal die Hauptfunktion, wahrscheinlich wird immer kühlen sein. Das heißt also, um jetzt Getränke oder ähnliche Sachen schön kühl zu halten, können wir diese Funktion nutzen. Und wir können hier an diesem Rad, ich drehe jetzt mal ganz hoch, das wäre unter voller Leistung. Das heißt, hier fließt jetzt die maximale Stromstärke durch dieses Peltier-Element. Deswegen ist auch recht laut. Der Lüfter dreht auch deutlich schneller. Und ich drehe es mal wieder runter, damit es nicht stört. Oder ich mache es mal wieder aus. Und wir haben auf der Innenseite haben wir nochmal genau dasselbe. Wir haben also innen auch einen Lüfter, um quasi Luft in der Kühlbox auch nochmal zu zirkulieren, um damit eine gleichmäßigere und bessere Kühlleistung eben zu erhalten. So, wir haben hier mal die Kabellänge, die wir jetzt hier ab der Kühlbox messen. Und da sind wir hier mit dem Netzkabel bei 1,55. Und mit dem anderen sind wir ungefähr bei 1,80, also ein bisschen mehr als 1,80, aber ja, also ungefähr 1,80 haben wir hier Kabellänge. Das ist eigentlich ganz ordentlich, das heißt, man kommt da auch ganz gut im Kofferraum hin und her.
Da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Sind wir eigentlich so ziemlich am Ende mit unserem Video. Und wir haben euch jetzt ein bisschen das Einräumen auch gezeigt, was man alles reinkriegen kann. Mehr als gedacht eigentlich. Mehr als gedacht, genau, das war der Punkt. Also wir waren auch überrascht, was alles reinpasst. Und wir haben jetzt sowas wie, du hast es vorhin gesagt, so Essen und sowas, das kann man nicht definieren. Ne? Deswegen haben wir gesagt, okay, das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben uns jetzt mal nur auf die Getränkegeschichte beschränkt. Ja. Und haben gesagt, wir räumen jetzt mal nur Getränke ein, um einfach zu zeigen, dass man so ein Gefühl kriegt, was geht nicht. Und dass man einfach so, die Flaschen kennt man halt irgendwie. Und es ist schön, dass man halt auch so verschiedenste Flaschen auch gut eigentlich reingestapelt bekommt. Ja, wir haben fast jeden Typ von Flasche haben wir abgebildet eigentlich. Genau, ansonsten vielleicht noch kurz was zu der, die wir jetzt einmal hier stehen haben. Wir haben jetzt hier verschiedene Akkus, die wir natürlich dran machen können. Ja, die Einhell-Akkus sind ja mit verschiedenen Ampere-Stunden-Zahlen. Also das geht ja bei dem kleinsten mit 2 Ampere-Stunden oder 1,5 glaube ich sogar. Aber 2 Ampere-Stunden habe ich auf jeden Fall als mein kleinster. Geht's los und dann geht das ja hoch bis 6 oder sogar der neueste, ist glaube ich der 8 Ampere-Stunden Akku, den habe ich noch nicht mal. Ja. Alles im Power Exchange Ökosystem, das ist halt das Schöne, ja, was wir vorhin schon gesagt haben. Das ist so der Gimmick eigentlich, dass wir jetzt hier unsere Akkus, wirklich Bohrmaschinen-Akkus nehmen können. Und der Hersteller gibt jetzt an, dass wir, wenn wir sagen wir mal 4 Stunden Kühlzeit rechnen, ich glaube, das ist so das, was man an so einem See oder an so einem Nachmittag eben auch vielleicht braucht, wo man mal richtig ein bisschen Druck auch machen möchte, dass es ordentlich kalt bleibt. Ich glaube, danach ist dann eher das alles. So, aber wie gesagt, also 4 Stunden kommt auf jeden Fall hin mit einem 6 Ampere-Stunden Akku. Da könnt ihr etwa 14 Kelvin laut diesem Datenblatt, es gibt hier so eine lustige Tabelle in diesem Manual. Jetzt fällt hier irgendwas rum. Es gibt also so eine Tabelle, wo man nachgucken kann, aber ich denke mal, die 4 Stunden sind auch realistisch. Und da kann man eine vernünftige Kühlleistung eben erwarten. Und ja, ansonsten hat mir ja gesagt, zweites Modell. Genau. Die Schwester, kann man das so definieren? Ja, genau. Bruder, Schwester. Genau. Das ist das andere Modell. Sieht eigentlich so ziemlich genauso aus. Haben die, beide sind die gleiche Größe. Also das Volumen ist das gleiche. Sind 26 Liter waren es, glaube ich, ne? 26 Liter, genau. Genau, 26 Liter. Sieht fast genauso aus, der Deckel ist weiß, nicht mehr rot und hat 2 Funktionen weniger. Ja, kann man sagen, Funktion. Das eine ist, es kühlt nur, man kann nicht wärmen, wie mit der anderen. Das und ist ja auch weiß. Ja, genau, deswegen weiß. Und die zweite Sache ist, die gegenüber der anderen fehlt. Es hat keinen 230 Volt Anschluss. Also nur den 12 Volt, 24 Volt Anschluss und ja. Das war's. Ja, ansonsten ist es so von der Bauform, ist es eigentlich identisch so vom Äußeren. Genau, das gleiche, ja. Genau, und deswegen haben wir uns jetzt auch auf die andere beschränkt gehabt, die euch zu zeigen. Und ja, deswegen tue ich die jetzt mal wieder weg. Und wir tun die noch mehr her. Was es vielleicht noch Interessantes zu sagen gibt, das Gewicht, also das Leergewicht hier ist etwa bei 4 Kilo. Ja, wir haben hier einen EPS-Schaum als Isolierung. Es gibt die auch nochmal mit einem PU-Schaum. Ja. Wir haben jetzt die EPS-Variante, die weiße hat auch EPS-Schaum und da ist eben das Gewicht 4 Kilo. Ich sag mal, so ein Akku, wir haben sie mal gewogen, kommt ein bisschen drauf an, aber so im Groben waren es etwa so 900 Gramm. Ja, 900 Gramm, vielleicht ein Kilo bei den großen, bei den ganz großen. Bei den ganz großen, meine 7 Ampere. Genau, das ist halt so der Punkt, also sind wir etwa bei 5 Kilo, ist okay, also kann man machen, ist jetzt nichts. Also die wird uns auf jeden Fall auf dem Männertag begleiten, da bin ich mir sicher. Wir werden sie auf jeden Fall mitnehmen. Das denke ich auch. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da tierisch drauf gefreut, dass endlich, weil ich habe die Akkus, ja. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Akkus von Einhell. Ja. Und das ist halt mega praktisch, wenn du unterwegs bist. Du kannst halt einfach dann sagen, okay, gut, Akku für alle, mache ich halt noch einen anderen dran. Nehme ich mir 2, 3 Akkus eben mit. Ich muss mir keine teuren Akkus kaufen. Ja, genau. Die sind eh da. Eh da Akkus. Meistens reicht auch ein Akku, weil wahrscheinlich man ist nur 4 Stunden oder so vielleicht nur unterwegs. Die größte Teil sitzt man vielleicht im Auto und kühlst da. Genau, da habe ich den Anschluss. Draußen. Genau, im Auto kann ich sie anschließen ans Autonetz. Genau, deswegen meistens reicht vielleicht sogar ein Akku. Ja. Das müssen wir noch ein bisschen testen, mal gucken. Genau. Das werden wir dann sehen. Genau, deswegen, falls ihr nicht getan habt, lasst ein Abo da, Daumen nach oben und Kommentare. Schön die Glocke läuten. Schön die Glocke läuten, genau. In dem Sinne, bis bald und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.